aber nur eine maßvolle Menge. Natürlich, Gnädigste. Probieren Sie einmal vom Cognac. Sie werden begeistert sein. Hände weg von der grünen Fee. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Was für eine unziemliche Reklame sind... Was? Was für eine unziemliche Reklamesentenz. Worte, die ich nicht kenne. Die Geschäfte scheinen nicht schlecht zu laufen. Ganz und gar nicht schlecht. Was soll denn das? Du nimmst etwas Cognac. Du lieber Himmel, bei einem zarten Persönchen wie Ihnen hatte ich mit einer wesentlich geringeren Probiermenge gerechnet. Probieren ist probieren, okay? Es ist kostenlos. Sie wollen es ja sowieso loswerden. Ist doch egal, wie viel ich mitnehme. Probieren Sie vom Korn... Moment, vielleicht kann man die ja dazu überreden, dass Sie von Ihrem Treiben lassen, wenn wir Ihnen Cognac anbieten. Ach, entschuldigt bitte, ihr fleißigen, attraktiven Burschen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich mit meinem ganzen Cognac soll? Klimper. Cognac, also, na, den kannst du doch uns anvertrauen, Mädchen. Wir wissen schon, wohin damit. Ach, das ist aber fein. Hier, bitte sehr. Schatzi? Was zum... Mein armer Liebling, jetzt hat es dich schon 57 Mal erwischt. Meine Güte, ist der schwer, also... Boah. Meine Fresse, Kind! Hörst du wohl auf, du freche Rotzlöffel! Aber natürlich, meine Dame. Meine Fresse! Hörst du wohl auf, du ver... Ja, für 2 Sekunden oder so. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Moment, das können wir resetten. Kein Problem. Guten Tag, ich hätte gerne... Ach nein, ich habe mich anders entschieden. Meine Güte, dieser Albtraum setzt ihm ja mehr zu... Fast mehr zu als die Realität. Es ist gemein, nur Feiglinge gehen in Deckung. Das könnte jetzt auch schief gehen, Aliens. Neuer Schlag! Was, wie ist mir denn? Liebster, oh, was für ein Glück, du bist unverletzt geblieben. Du hast die Albtraumwelt Eleonors bezwungen auf zur letzten und wahrscheinlich schwierigsten Prüfung. Denn dort sehe ich kein Rätsel, sondern es ist ein... Mathe-Rätsel? Ich werde unserem gemeinsamen Körper deine schwächliche Präsenz mit der Wurzel herausreißen. Narr, wir sind beide Gefangene einer Gedankenfalle. Wir sollten zusammenarbeiten, um zu entfliehen. Deine erbärmlichen Winseleien werden dir auch nichts nützen. Ich entkomme auch ohne deine Hilfe. Und tief in deinem Inneren weißt du eines ganz genau. Ich bin der stärkere Teil von uns beiden. Das soll ein Kampf entscheiden, Spitzbube. Spitzkopf Larry. Aber ich will Spitzkopf Larry sein, hab ich doch gerade gesagt. Ich werde zum Schweigen. Schweigen. Du musst Schweigen einsetzen, bringen endgültig. Hohle Phrasen. Ich denke nicht. Schweigen. Stille lässt alle Feinde verstummen. Quasi verschweigen tun. Ha. Verstummt. Primös. Schade, leider können wir nicht einschätzen. Schon, was wir hier reißen können. 31. Vielleicht auch blind. Ist ja voll gut. Warte, was tun wir hier eigentlich? Oder sieht's denn aus? Wir bekämpfen einander. Vielleicht hast du doch recht. Schließlich schließen wir eine Allianz auf Zeit und arbeiten zusammen. Ist das ein übler Trick? Natürlich! Verdammt! Ich hätte ihn fast geglaubt, der Bösewicht. Dem Schurken. Oh, wir haben Dinge. Jetzt hat er keine Chance mehr. Für begrenzte Zeit. Gut, wie wär's mit... Feuerball! Der Mama richtig lecker! Zeug aus ihm. Ja, hier diese... Hier so, Kraken, ne? Gerüstete Kraken oder sowas. Oder vielleicht auch hier Krakenchips. Oder wie auch immer die heißen. Ich brenne darauf, dich brennen! Feuer! Dich stolz endlich in die Schränken zu weisen. Und nicht mehr verstummt, das ist nicht gut. Brennen! Man konnte das letzte Mal speichern. Achso, jetzt gerade eben, ja, voll im Kampf. Mir fällt's ein. Stille! Au! Du hast verloren. Das ist in der Tat ein schwieriger Kampf. Yippie-yo, Motherfucker! So, Stille. Natürlich schläft der Heißen ein. Muss ja. Und weiter geht's. Und wir weichen aus. So, Muster, da verschkommt da die kleine Mistsau. So, und das wollen wir auch gleich mal unterbinden. Und da mal richtig schön hier mit dem Feuerball raufkloppen. Richtig schön einheizen. Brennen! Gibt's noch irgendwelche unterschwelligen Hilfestellungen?
Die hält aber viel aus. Hey! Trotti! Nicht mehr verstummt, das ist nicht gut. Nicht gut. Hoffe, sind wir schneller. Gut. Ihr habt nicht mitgedacht, sehr gut. Uns vielleicht mal heilen. 250, 50. Wie viel MP haben wir noch? Gut, das reicht definitiv. Wie wär's denn? Ach komm, Medizin, hauen wir uns mal eine Medizin rein. Ich meine, wir sind ja auf uns alleine gestellt und jetzt wahrscheinlich beim nächsten Feuerball tot, aber gut. Au! Ich stand schon irgendwie weh. Bams! Ich versuche jetzt gar keine andere Angriffs Magie. Funktioniert prima. Oh, das ist jetzt der kritische Punkt. Es darf auf keinen Fall Magie einsetzen. Oi, das war alles? Nein! Nein! Ach, das ist so ein Glücksspiel. Ach, das ist doch nicht schön. Oh, Junge. Vielleicht verschwindet das Schwein ja nach einer bestimmten Zahl an Runden. Dann werde ich mal aufpassen. Hohle Phrasen, hohler Rasen. Super, er ist konfus. Das sollte uns ein bisschen Zeit verschaffen. Leider kann er sich jetzt selber nicht mehr treffen. Aber whatever. Ha! Gut, manchmal kann er sich auch selber treffen. Gut, er greift sich permanent selber an. Nicht mehr konfus. Na klar, wenn er sich selber schlägt, dann schlägt er sich die Konfusion aus dem Kopf. Ja, ich versuch's weiter. Und tot. Natürlich. Warum muss er schneller als wir sein? Ach, das ist so... Was für ein gemeiner Kampf. Ein bescheuerter Kampf. Haben wir nicht irgendwas in der Datenbank über ihn zu stehen? Es wird schon ein bisschen helfen. Schauen wir einfach mal nach. Ich lade mal eben einen anderen Spielstand. Und schau in die Monsterfibel. Der müsste doch da drin stehen. Irgendwo. Hier. Professor Heißen, 2200 HP. Kälte, Wasser, Tritte, Rammangriffe, Feuer und Schläge. Das hilft uns nicht sonderlich weiter. Er sagt uns nur, dass wir definitiv statusverändernde Zauber einsetzen können. Das ist eigentlich auch schon alles. Das macht ja Laune. Haben wir vielleicht noch irgendwas anderes, was uns hier helfen könnte? Eigentlich nicht. Stille. Das ist ein reines Glücksspiel. So, und dann auf Blindheit. Natürlich. Ich könnte auch was anderes probieren und ihm ausschließlich Konfusion zaubern. Dann könnte es nämlich passieren, dass er sich selber mit Magie angreift. So. Feuerball! Natürlich! Er ist blind und trifft uns trotzdem. Ja. Uiuiui, nicht mehr verstummt. The Critical Point ist mal wieder erreicht. Sehr gut, ist konfus. Dann werden wir uns mal eben hochheilen. Na los, greif dich selber mit Magie an, falls das überhaupt möglich ist. Es kann natürlich auch sein, dass er sich selber nicht mit Magie angreifen kann, sondern sobald jemand konfus ist, nur mit, nun ja, physischen Angriffen. Komm schon. I will kill you. Oder du wirst dich selber umbringen. Das ist mir auch recht. Ich werde jetzt aber noch zur Sicherheit die Stille raufzaubern. Gut. Sein Schicksal liegt nun sehr gut. Liegt nun in meiner Hand. The power is yours. Hält was aus? Konfusion. Kein Problem. Ist konfus. Oh, das läuft ja gerade. RNG ist auf meiner Seite. Ich bin konfus. Das ist kein Problem. Dafür ist er ja verstummt. Ich hoffe, er ist noch verstummt. Ja. Komm schon. Das muss gehen. Yes! Professor Heißen ist besiegt. Balsamöl. Es ist aber auch das Mindeste. In die Tartarus mit dir, Abscheulicher! Nein! Du doch! Ist er nun fort? Diesen unerquicklichen Burschen endlich los sein wäre eine Erleichterung. Zumindest scheine ich meine Angst erfolgreich die Stirne geboten zu haben. Du hast die Albtraumwelt Professor Heißens bezwungen. Na bitte, da habe ich es auch offiziell. Ob meine Freunde ihre Ängste auch zu meistern verstanden? Natürlich, das sind doch jetzt Professionelle, die können das. Ha! Der große Greifer, Glubscher, Tentakler hat keine Chance gegen uns. Nichts hier raus aus diesem Kasten. Wir sind alle wohl auf, wie ich sehe. Der große Würger. Ah, oh, was für ein Glück. Es geht dir gut, Schatz. Melde mich vollzählig zurück. Zähle durch. 1,
Professor, benötigen Sie einen Moment der Ruhe nach diesen Schrecken... Was? Schrecknissen? Hä? Ja, nein, meine Liebe, obgleich ich zugeben muss, dass es furchtbare Strapazen waren. Davon kann ich ein Liedchen singen. Strapazen waren dies, jawohl, waren es wohl die Strapazen. Heißen gegen seine dunkle Seite Professor heißen. Strapazen, Strapazen, Strapazen. Ja, so ungefähr, ja. Seine größte Angst zu sehen ist eine schlimme Erfahrung. Wie war es eigentlich bei dir, Schatz? Fürchte, das kann ich dir niemals erzählen. Was, so schlimm? Ja, peinlich. Herr Professor, irgendetwas arbeitet doch da in Ihnen. Nun ja, gewiss, aber hören Sie doch selbst, liebe Freunde. Na, was vernehmen Sie? Melde, nichts. Exakt. Die Stimme unseres Gastgebers ist aus unseren Köpfen verschwunden. Offenbar war sich da jemand seines Erfolges zu sicher. So hinterhältig diese marsianischen Gedankenfallen auch sein mögen, haben wir mittlerweile doch genügend Erfahrung sammeln können, um gewappnet zu sein. Beim nächsten Aufeinandertreffen wird uns der große Würger wohl kaum ein zweites Mal unterschätzen. Aber dieses Mal haben wir das Moment der Überraschung ganz auf unserer Seite. Auf, Freunde! Durch dieses Tor! Es gilt, einen Generator zu zerstören! Na dann, Attacke! Hurra, ein Proglomator! Ich hätte vorher mal speichern sollen. Hast du etwas gehört? Niemand. Ich würde glatt sagen, hier ist Totenstille! Totenstille ist hier! Hier ist absolut niemand! Schatz, hör doch auf! Ich glaube, wir sind unbeobachtet geblieben. Dann komm! Unbeobachtet! Glaubst du, wir tun das Richtige? Fang nicht wieder damit an. Wir kämpfen um unser Überleben. Was gibt es da schon für Alternativen? Aber um welchen Preis? Wir saugen unsere Nachbarkugeln bis auf den letzten Tropfen aus. Die haben ein Gewissen. Am Ende sind sie genauso verkarrt wie unsere Heimat. Und dann. Noch ist es nicht so weit. Noch ist hier alles voll üppigen Lebens. Das ist auch so ein Punkt. Hier wie auf der blauen Kugel gibt es doch so etwas wie Intelligenz. Intelligenz? Das sind doch bloß Viecher. Schrei nicht so. Hey, ihr zwei, was tuschelt ihr da schon wieder zusammen? Nichts. Von wegen, ihr zieht euch schon seit geraumer Zeit immer wieder zurück, um böse Pläne zu schmieden. Aber jetzt reicht es mir. Geht jetzt fort und meldet euch zu einer gründlichen Mentalinspektion. So ist das also. Die sind alle so ein bisschen Gehirn gewaschen. Vermute ich. Wenn sich die beiden als Defätisten herausstellen, rückt mich das beim großen Würger ins rechte Licht. Glotzt nicht, arbeitet. Weniger glotzen, mehr klotzen. Haben Sie das auch gehört, liebe Freunde? Es klang fast so, als ob einige unserer Feinde durchaus zu so etwas wie Mitgefühl fähig wären. Grenzt ja an Moralzersetzung, was du da äußerst, Täubchen. Feind ist Feind und bleibt Feind. Sieh nicht immer alles so schwarz-weiß, Schatz. Wird ein feiger Überfall etwa dadurch besser, weil der Feind nett zu kleinen Kätzchen ist? Das da sind unsere Heimatverwüster. Wer weiß, wie viel Tod sie bereits über die Erde gebracht haben. Ach, ich weiß einfach nicht. Als vernünftige Wesen müssten wir doch eigentlich... Krieg ist so verwirrend. Wir müssen auf jeden Fall zur Erde gelangen und möglichst ruhig sein, verdammte Kacke, noch eins, um endlich Gewissheit zu haben, wie es dort steht. Da lassen Sie uns doch einfach den Generator ausschalten, statt weiter zu schwatzen. Das werden wir wohl machen. Und mal speichern und dann noch mal gucken, was die Schwächen dieser Monster sind. Dieser Kreaturen, dieser üblen Missetäter. So, das sind ja, Das sind ja Aliens und demnach weder Mensch noch Tier. Oder vielleicht doch. Also Tier eigentlich nicht. Also Moment mal, also ja, also wo sind die denn? Also wenn der gerade mal sagen will, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Also hier ja, übersehen. Kopftentakler, 1000 HP, Belächelschutz, natürliche Resistenz gegen Blindheit und K.O. Feuer, Donner, Schläge. Gut, alles klar. Na dann stürzen wir uns mal ins Gefecht. Essenspause. Ein Alarm. Eindringlinge, ergreift sie. Jawohl, ein Alarm. Das sind ja nur drei. Haben wir schon mal besiegt. Gleich drei von diesen Burschen. Attacke. Verzweifel an euch selbst.
Oh nein, das wirst du diesmal nicht schaffen. Faustschlag auf. Ich hoffe, es ist der zweite. Wir werden sehen. Moment, wie war das? Feuerschläge. Feuer und Schläge, ja. Feuerschläge und da war noch irgendwas Drittes, aber es ist wurscht. Ist jetzt wurscht. Ist ja wurscht, die Kacki. Moment, wie geht's allen? Dem Heißen nicht mehr ganz so gut. Na dann, Gruppenheilung. Ach komm, hauen wir mal eine Gruppenheilung 3 raus. Die hier irgendwo war. Hier, hier unten. Und der Heißen wird sich mal lieber verteidigen. 0, 26, 10 und 36, jawoll. Ach, das war der falsche. Entschuldigung, haben daneben geschlagen. War nicht unsere Absicht. Nicht betroffen, nicht betroffen, nicht betroffen. Prima. Ja, das tut nur geringfügig weh. Das ist okay. Nicht betroffen, ist geblendet. Nicht getroffen, das passt. Das ist okay. Leider sind wir nicht mal voll geheilt. Oh je. Gut, Faustschlag auf den letzten. Und dann noch ein Hieb auf den letzten. Und vielleicht. Ich weiß auch nicht. Schauen wir mal. Also der Heißen hat nicht mehr so viele MP. Es bringt also jetzt nicht großartig etwas, ihn zu buffen. Dann ja vielleicht lieber Angriff auf. Nee, halt, nicht Angriff, sondern Kurbat. Nee, Kurbat auf Kreatur. So. Und der Heißen, der wird jetzt einfach mal. Wie, Feuer war das. Ich war Feuerball auf den dritten. Ich will den sofort loswerden. Bam! Möglichst schleunigst. Nicht betroffen, nicht betroffen, nicht betroffen. Ist geblendet, das ist völlig okay. Der Heißen kann ruhig geblendet sein. Der hat ja immer noch seinen Verstand. Geblendet. Das passt alles, das passt alles. Vielleicht ein Schwinger? Ach komm, hauen wir mal einen Schwinger rauf. Dann noch einen Hieb auf den dritten Kopftentakler. Und dann halt. Und dann nochmal, ja, ich würde natürlich gerne ihren Granater mal zeigen. Sie hat ja allerdings gerade ein bisschen zu tun. Dann vielleicht nochmal Kurbart-Kreatur und natürlich auch nochmal schön der Feuerball auf den Kopftentakler. Oh nein! Das wählt ihr nicht! Bum, bum, bam, bim, bum. Den werden wir nicht aufhalten können. Allerdings wird dann dieses magische Dimensionsfeld. Uns geht's aber gut. Verschwinden, sobald er besiegt ist. Oh. Das. Oh. Was? Wie, wer, was, wo, wie, warum? Und manchmal auch. Wo? Weshalb und. Was? Ich glaube, wir haben unseren Feind ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, ich werde mich um diese Angelegenheit lieber in der nächsten Episode kümmern und dann auch nochmal mit geladenem Spielstand. Das klingt nach einem Plan. Und vielleicht auch voll geheilt. Jawohl. Also dann, sollte euch das Spaß gemacht haben, dann schaut auch in meine alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr mal was zu tun. Bis zum nächsten Mal.